behauptet, dass das nicht wissenschaftlich ist. Dann ein wichtiger Angriffssätt på det här problemet, eller det problemet, för att ta reda på varför. Das Wichtigste war, ist die Frage, ob man jetzt, warum es so ist. Det är att ta reda på hur skiljer sig förhållandena åt mellan Sydamerika och Europa. Warum gibt es diese Unterschiede zwischen Südamerika und Europa? In Südamerika satte bina agendan. De bestämde. De dominerade totalt. Agendan? Ja, dagordning. För alla punkterna. Man har ett styrelsemöte. Ja. Alla punkterna. Så här ska vi göra. Så gör vi. Ah, okay. Also in Südamerika wurde bestimmt, wie es zu tun ist. Likadant i Sydafrika. Genauso in Südafrika. I Europa är det inte så. In Europa ist es nicht so. Det är så, är det så många olika slags bin. Es sind so viele unterschiedliche Arten Bienen. Och vi samarbetar inte. Und wir arbeiten nicht zusammen. Wir arbetar på olika sätt. Und wir arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann man ja auch tun. Das kann man ja auch trotzdem tun. In Südamerika und Südafrika war es nur ein Sorts Bin und die bestimmten, weil es waren so viele. In Südafrika und auch in Südamerika war es nur eine Sorte Bienen, aber ebenso viel. Und es gab keine Viren. Und es gab keine Viren. Oder nur sehr wenig. Bara det som fanns på bina. Nur die, die auf den Bienen waren. Idag så är kvalstren fulla av virus också. Ja, und heute sind die Milben voll Virus, auch voller Virus. Beror bland annat på att vi bekämpar kvalstren och immunförsvaret fullt. Ja. Also das resultiert daraus unter anderem, dass wir bekämpfen mit Chemie oder so etwas. Na, was kann man göra? Aber was kann man sonst machen? Wir will inte förlora. Wir wollen ja unsere Bienen nicht verlieren. Sen så nästa steg i mitt förgjorda liv, det var att jag hörde talas om att cellstorleken kunde vara olika. Eine nächste Stufe in meinem Jungerleben war, ich hatte gehört, dass die Zellgröße eine Rolle spielen könnte. Ja, så, jag trodde att det var bara en storlek på att det var som det skulle. Ja, ich habe immer gedacht, es gibt nur eine Zellgröße und die ist halt so, wie sie sein muss. Nej, så var det inte. Nein, so war das nicht. Så då blev jag intresserad och vi besökte två bi-cowboys. Ja, ich war sehr interessiert und besuchte dann zwei Bienen-Cowboys. In Arizona. In Arizona. Die und Ed Lasby. Die und Ed Lasby. Mm. Die sind auch schon original. Das sind auch zwei Originale. Och där så lärde jag känna en annan sak också, att det finns de biodlarna för 100 år sedan var också mycket duktiga. Also ich Imker auch vor 100 Jahren waren sehr tüchtig. Och det finns litteratur. Da gibt es Literatur. Så en källa till intressant kunskap är att läsa gammal bilitteratur. Es war eine Quelle für mich, alte Bienenliteratur zu lesen. Just den här boken, det är, det dröjde länge innan jag uttalade hans namn. Okay, gerade dieses Buch, das dauerte sehr lange, bis ich den Namen aussprechen konnte. Jag är inte säker på att jag kann det. Ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt jetzt kann. Tschechien. Ja, also schwer auszusprechen, der Name. Det här är Ed Lasby och jag då, med deras... Das sind die Ed und die... 2000. Im Jahr 2000, die Lasbys in Arizona. Och bina ska vara afrikaniserade. Och die Bienen sollten afrikanisierte Bienen sein. Men det var okej. Die waren in Ordnung. Men Frank Tschechen, han kämpade en ensam kamp. Dieser Frank Tschechen kämpfte einen einsamen Kampf. Auf als zur Vergrößerung der Bienen. Gerade 1800.
Zellstorleken ungefär 5,1. Da war die normale Zellgröße ungefähr 5,1 mm. Men det var en kompromiss. Aber das war ein Kompromiss. När man först 1870 gjorde tillverkade mellanväggar. 1870 hatte man begonnen, Mittelwände herzustellen. In größerem Umfang. So musste man wählen. Man musste wählen eine Zellgröße. Ja, und da musste man sich ja für eine Zellgröße entscheiden. Und de valde av praktiska skäl, som har lätt att säga, en femtedels tum. Ja, ja. Das war also eine praktische Frage zu wählen einen ein 15. Inch, ein Fünftel Inch. Das war also aus praktischen Erwägungen, dass ich dieses Maß. Das war ein Durchschnittsgröße. Ja, in einem Bienenvolk gibt es also im Prinzip alle Zellgrößen. Das variiert sehr groß. Und der mindre der Bina föds yngelrummet. Eher die kleineren im Brutraum und die größeren mehr im Honigraum. Da versteht man ja, dass der Durchschnitt im Brutraum eigentlich noch kleiner war als 5,1. Och om bina får bygga själva så kan det se ut. Det här är en ram som är ganska typisk. Ja, wenn man bin selber bauen lässt, så kan das ziemlich typisch so aussehen. Ingången, flustret, är här ungefär. Am Eingang ungefähr ist hier links. Så närmast flustret och där ynglet är och längst ner. In der Nähe des Ausflugs und weiter unten sind die kleinsten Zellen. Oftast ist es so, dass der Minste. Oftast ist der Minste. Meistens sind dort die kleinsten. Oftast längst bort vom Flusstritt. Und meistens weit weg vom Flugloch. So sieht man ganz viele Drohnen. Da sitzt meist der Drohnenbau. Men det kan se annorlunda ut. Det kan vara unterschiedlich också. Om vi gör en handbok för bina. Wenn wir ein Handbuch für Bienen machen würden, so läser de inte. So lesen die das nicht. Man gör schon mal mit. Die machen das sowieso, wie sie wollen. Men det gör oss en uppfattning om att det varierar. Så på våren, im Frühjahr, på våren, så ynglar bina här. Im Frühjahr blühen die Bienen hier. Fram på sommaren så ynglar de också här uppe. Weiter im Sommer, da brüten sie auch weiter oben. Och så kommer honungen och trycker ner bina. Und dann kommt der Honig und drückt die Bienen wieder nach unten, die Brut wieder nach unten. Ungefähr so. Tom Seeley i Penn State University. Tom Seeley an der Universität in USA. New York State. New York State, ja. Han har undersökt vildbisamhällen. Er hat vildbienenvölker untersucht. Och han kom fram till att i hela utrymmena så var det 5,2. Er kam zu dem Schluss, der in dem ganzen Raum 5,2 war. I genomsnitt. Im Durchschnitt. Och alltihopa det här, alla erfarenheter fått och kunskaper som jag tror att jag har fått. Alla dessa erkenntnisse die er bekommen hat och er glaubte dass er die bekommen hat, har format både den kupa jag har och de bina jag har. Hat geformt diese Beute die ich jetzt habe und die Biene die ich jetzt habe. Och andra har också utnyttjat kunskap. Andere haben diese Erkenntnis auch ausgenutzt. Das
18 Elmbombinen mit 159 hohen Rahmen. Men sen så kommer nästa steg i min resa som biodlare. Dann kommt die nächste Stufe für die Reise in meinem Imkerleben. Tell me when it's time. Please tell me when it's time for it. If you can, please. If you can, please. Bis soon. Soon enough. Sollen wir Stopp machen oder eine Pause machen? Pause machen. Pause. Ja, sure. I continue. Wie du möchtest.